Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte am Beginn meiner Rede, Herr Hauer, ich führe Sie ein bisschen weiter in die Vergangenheit zurück, weil ich glaube, dass ich derjenige bin, der sich am längsten im Moment jetzt mit der Geldwäschebekämpfung beschäftigt, seit 2010 in anderer Rolle. Sie haben diese tolle Berufsorganisation gerade genannt, Bund Deutscher Kriminalbeamter. Die bringen sich immer fachlich ein, aber ich möchte am Anfang meiner Rede einen relativ ernsten Teil anfügen, weil als ich mich begann 2010, da kriegten wir nämlich auch schon ein fürchterlich schlechtes Zeugnis der Financial Action Task Force ausgestellt, gab es einen Sachverständigen des Deutschen Bundestages, der sich national und international einen guten Ruf erarbeitet hatte. Das war der Diplomkaufmann Andreas Frank, dem auch der Bundestag viel Expertise zu verdanken gebracht hat. Er hat Bundesregierung, Landesregierung und Parlamente vor sich hergetragen mit seinem Sachverstand. Er ist in diesen Tagen verstorben. Und ich möchte deswegen die Gelegenheit nutzen, am Anfang meiner Rede an ihn zu erinnern. Und ich möchte Sie deswegen tatsächlich in diese Jahre zurücknehmen, damit so ein bisschen die Rede von Herrn Hauer in ein kompletteres Licht gerückt wird, weil ich kann mich wirklich sehr, sehr gut daran erinnern, wie es in den Jahren gewesen ist. Und ich muss Ihnen leider sagen, Herr Hauer, soweit ich mich erinnere und all diejenigen, die da mitgestritten haben, hat sich die Union in all diesen Jahren, und ich rede ab 2010, echt nicht mit Ruhm bekleckert. Und das ist sehr vorsichtig formuliert. Die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner damals im Deutschen Bundestag waren insbesondere zwei Parlamentarier. Es waren Gerhard Schick und Martin Gerster, mit denen wir es damals zu tun hatten. Ich erinnere mich noch gut, dass es das Ansinnen des damaligen Bundesfinanzministers war, ein Steuerabkommen mit der Schweiz abzuschließen und im Ergebnis auch die kriminell erworbenen Vermögen von Schwerstkriminellen zu amnestieren. Das ist Gott sei Dank am Engagement des Bundesrates, unter anderem an Norbert Walter-Borjans, gescheitert. Wir können froh sein, dass es nicht zu dieser staatlich organisierten Geldwäsche kam. Und ich erinnere daran, dass 2017 zwei Dinge stattgefunden haben. Auch da habe ich eine gute Erinnerung dran. Ich war damals selbst Sachverständiger im Bundestag. Thomas de Maizière, von dem ich sehr viel hielt und halte, hat, glaube ich, da einen seinen größten Fehler begangen. Er hat nämlich mit Wolfgang Schäuble verabredet, die Financial Intelligence Unit zum Zoll überhaupt zu verlagern. Ich habe noch mal meinen eigenen Satz aus dem Ausschussprotokoll nachgeguckt. Lassen Sie davon ab. Das ist ein großes Sicherheitsrisiko, und die Suppe löffeln wir heute noch aus. Und dann hat es 2017 etwas gegeben, ebenfalls Thomas de Maizière, jetzt wieder was Gutes, mit Heiko Maas haben die Vorschriften zur Vermögensabschöpfung verbessert. Der 76a Absatz 4 ist da entstanden, später von Christine Lambrecht verbessert worden. Das war alles wirklich ganz gut. Und jetzt komme ich zu Ihrem eigentlichen Antrag. Die Genese geht etwas weiter zurück. Und ich komme auf die Glaubwürdigkeit Ihres Antrags zu sprechen. Es war der März 2022. Da hat sich die Arbeitsgruppe Kriminalpolitik der SPD-Fraktion nach Putins Angriffskrieg damit befasst, dass wir in Deutschland keine nationale Sanktionsdurchsetzungsstelle hatten. Wie Sie wissen, haben wir die jetzt. Wir haben uns mit Befugnissen aus der Arbeitsgruppe befasst. Wie Sie wissen, haben wir die jetzt. Und der zweite Teil ist der gewesen, und jetzt kommen wir ganz zu Ihrem Antrag. Wir haben ganz zu Beginn uns mit Professor Kilian Wegner zusammengesetzt, der nämlich die Idee hatte, ein neues Vermögenseinziehungsrecht zu schaffen. Mehrere Sitzungen in der Arbeitsgruppe haben dazu geführt, dass zwei Dinge passiert sind. Erstens, seit November 2022 gibt es schon einen veröffentlichten Gesetzentwurf, den er mit den Professoren El-Ghazi und Zimmermann veröffentlicht hat. Und zweitens, im selben November hat die Bundesinnenministerin bei der BKA-Herbsttagung die Suspicious Wealth Order als Teil ihrer OK-Strategie vorgestellt. Also, man kann jedenfalls eins sagen, an der SPD-Bundestagsfraktion hat es hier nicht gelegen. Was aber passiert ist, Sie haben Plagiat geschrieben und haben gedacht, okay, da hat die SPD ganz gute Vorschläge unterbreitet, jetzt machen wir den Unionsantrag raus. Das können Sie machen. Sie müssen das nur transparent machen, damit die Leute wissen, wo ihre Ideen so herkommen. Das gehört dazu. Und um das Ganze noch so ein bisschen auf die Spitze zu treiben, Sie haben ja jetzt nur Teile davon erzählt, und ich habe Ihnen das schon mal gesagt, und ich wundere mich wirklich. Sie schlagen hier nicht mehr und nicht weniger vor, und sagen Sie das den Leuten, als eine riesengroße Föderalismusreform. Haben Sie Ihren Antrag eigentlich gelesen, Herr Hauer? Sie wollen die bisher bei Polizei, ich zitiere, und Zollbehörden zerstreuten polizeilichen Kontroll-, Fahndungs- und Ermittlungsdienste im Bereich der Finanzkriminalität einer schlagkräftigen Zollpolizei unter dem Ressort des Bundesfinanzministeriums zuweisen. Ich habe viele Jahre im Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen Wirtschaftskriminalität bearbeitet. Ich war verantwortlich für die Aus- und Fortbildung der Wirtschaftskriminalisten in Nordrhein-Westfalen. Ihr Antrag bedeutet,
In allen kriminalpolizeilichen Dienststellen der Länder werden keine Finanzdelikte mehr verfolgt. Dann müssen Sie das sagen. Sprechen Sie das aus. Sie fordern mit Ihrem Antrag eine riesengroße Föderalismusreform, und Sie wollen den kriminalpolizeilichen Dienststellen der Länder sagen, Sie kriegen das irgendwie alles nicht richtig hin. Ich sage Ihnen, das Gegenteil ist der Fall. Das ist ein ziemlich irrer Antrag, was das angeht. Und ich kann kaum glauben, dass Sie das ernst meinen. Und ich weiß auch gar nicht, ob Sie kommunizieren mit Ihren Innenpolitikern. Tun Sie das doch mal und fragen Sie, ob Sie das auch so vorschlagen wollen. Fragen Sie doch mal Herbert Reul, ob er findet, dass die Kripo in Nordrhein-Westfalen künftig keine Finanzdelikte mehr verfolgen soll. Wissen Sie eigentlich, was das passiert, was dann passiert in Nordrhein-Westfalen? Also es tut mir wirklich fürchterlich leid. So funktioniert das nicht. Was wir fordern, und das ist tatsächlich an die Bundesregierung gerichtet, wir tragen jetzt seit über 2 Jahren tatsächlich unsere Position vor uns her, und wir haben die Erwartungshaltung, dass dieser Gesetzesentwurf, der den Bundestag ja noch nicht erblickt hat, erheblich besser wird. Das will ich Ihnen sagen, weil ich der Auffassung bin, das verbindet uns wahrscheinlich, dass wir außerhalb des Strafrechts die Möglichkeit schaffen müssen, kriminell erworbenes Vermögen abzuschöpfen, weil zwei Dinge gelten. Erstens, mit der Unschuldsvermutung hat das alles gar nichts zu tun. Das hat das Verfassungsgericht vor vielen Jahren schon gesagt. Und zweitens, das ist der wesentliche Punkt, die Eigentumsgarantie aus dem Grundgesetz gilt nicht für kriminell erworbene Vermögen. Und die 100 Milliarden, die jedes Jahr erworben werden, das ist die größte Ungerechtigkeit, die wir hier haben aus der finanzpolitischen Sicht. Sie gehört noch diskutiert vor allen Steuerfragen. Und das können die Leute von uns erwarten. Und deswegen klare Aufforderung an Bundesfinanz- und Justizministerium, legen Sie einen schlagkräftigen Entwurf vor. Die SPD ist an Ihrer Seite. Vielen Dank.